Heute passiert etwas Interessantes. Gleich geht's los. Es geht los. Gleich geht's zum Friseur. Ihr könnt gespannt sein, wie sie nachher aussehen, also. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist eine neue Woche und es ist Anfang des Monats und irgendwie. Charlie ist da hinten. Ich dachte, ich nehme euch diese Woche mal so ein bisschen mit, was ich so mache, so mein Alltag und vlog so ein bisschen. Also, wir haben jetzt noch früh am Morgen, es ist 7:15. Ich richte mich gerade für die Arbeit. Ich dachte, es ist ganz cool, euch mal einfach mitzunehmen, so wie meine Woche so ist, wenn ich arbeiten gehe und jetzt ist ja wieder so großteils Lockdown, das heißt, ich werde auch bald wieder Homeoffice haben. Und heute muss ich noch in die Firma und dann werde ich schauen, wie es ab morgen ist. Aber ich kann nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Vielleicht ist das für mich auch ein bisschen ein Pusher, hier Sport zu machen. Weil ich kann mich nicht so motivieren, wenn ich nicht ins Sportstudio gehe. Und ich gehe normalerweise 4-mal die Woche. Deswegen mal schauen, wie das für mich wird. Sagt mir auf jeden Fall, wie es euch mit allem geht, wie eure Gefühlslage ist so. Mit den ganzen Beschränkungen und ob sich für euch was verändert hat, ob ihr glücklich damit seid, ob ihr euch unwohl fühlt, ob ihr verunsichert seid. Ja, ich weiß, das ist so ein ganz großes Gefühlschaos. Ich hatte da mir auch ein bisschen Zeit für mich genommen, weil mir das auch alles zu viel war, aber. Und diesen Monat setze ich mir die Challenge, gesund zu essen, um meine Haut in den Griff zu kriegen, weil die kleinen Freunde machen nicht mit. Und mich stört das. Und das werde ich jetzt ändern. Und das ist mein PC. Ja, und da ist dann noch mein privater Rechner, damit ich abends noch was arbeiten kann. Aber da ist mein kleiner Schreibtisch einfach schon recht schnell voll. Gell, du Kleiner. Aber du genießt es, wenn ich jetzt öfters daheim bin, oder? Jo. Okay. Haben wir Hunger? Okay, das war nicht die Einladung, dass du mich jetzt essen kannst. Das war eher, dass ich jetzt was essen will und gleich wieder sauber machen. Und wieder ver. Charlie? Das macht man nicht. Das ist unhöflich. Au! Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist der zweite Tag. Sieh, was das richtig cool ist, wenn man Homeoffice hat. Man ist näher bei seiner Katze. Komm her. Er wartet die ganze Zeit darauf, dass ich mit ihm runtergehe und ihm Futter gebe. Der Witz ist, ich habe ihm Futter gegeben und er hat den Futternapf nicht aufgegessen. Und will jetzt nur, dass ich wieder mit ihm runtergehe und neben ihm stehe, damit er weiteressen kann. Und kleiner Tipp, wenn ihr auch Homeoffice habt, zumindest versuche ich das, dass ich trotzdem meine Routine beibehalte und mich auch fertig mache, so in einer gewissen Art. Also ich habe trotzdem meine Kette angezogen und meine Uhr und ja, versuche jetzt nicht gammelig rumzulaufen. Mehr im Work-Modus bin, anstatt wenn ich jetzt hier in Jogginghose rumlaufen würde. Wer kennt's? Vielleicht seid ihr anders. Jeder muss da seine Balance finden, aber ich fühle mich dann trotzdem irgendwie produktiver, wenn ich eine normale Hose anhab. Leute, ich muss euch das Süßeste überhaupt zeigen. Oh mein Gott. Wie süß ist das bitte?
Der hat nämlich die ganze Zeit bei mir hinten an seinem Eck geschlafen, wo er normalerweise auch nur schläft. Ich kann nicht mehr. Du bist so süß. Und dann habe ich ihn gerade kurz hochgenommen, weil ich glaube, er ein bisschen Kuscheleinheiten haben wollte und Aufmerksamkeit. Und jetzt bleibt er einfach hier sitzen. Gott, ich finde es so goldig. Abend, Friends. Ich habe mich jetzt den Tag über nicht gemeldet, was überhaupt nicht spannend war, weil ich arbeiten war. Also ich war heute wieder in der Firma und ja, es ist nichts Spannendes vorgefallen. Aber ich habe vor ein paar Tagen was gekauft und ich dachte, ich zeige euch das noch gerade, wenn ich das einräume. Und zwar habe ich schon länger T-Shirts gesucht und ich wurde geinfluenced in der Hinsicht, dass es einen Rabattcode gab. Aber ich wollte schon länger Klamotten haben. Und dann dachte ich mir so, passt ja perfekt, weil ich mehr ja jetzt in die nachhaltigere Richtung versuche zu gehen. Und das auch bei Klamotten. Und deswegen habe ich bei Arm & Angels was bestellt, weil da gerade einige Influencer Codes haben. Und ich dann doch etwas sparen möchte. Und zwar einmal so ein weißes, hoppala, plaines T-Shirt. Ja, das ist vom Aufhängen sieht man hier so einen Strich. Und dann noch das hier mit Earth Lover. Und dann habe ich noch das mit Brief. Auch in der Farbe. Das ist so ein... Das wirkt auf der Kamera ganz anders. Jedenfalls habe ich mir die T-Shirts noch bestellt. Und ich bin richtig, richtig happy damit. Weil ich irgendwie ein paar neue T-Shirts gebraucht habe auch. Und ja, irgendwie fühlt man sich dann gleich wie so ein anderer Mensch. Und ansonsten, was ich euch noch zeigen wollte. Und zwar lese ich gerade ein neues Buch von Jay Shetty. Der ist noch nicht so weit, also ja. Aber ich bin schon richtig begeistert. Und der macht ja so geniale YouTube-Videos. Also mit so Motivationssachen, Inspirationssachen. Und ich weiß nicht, ab und zu findet man einfach ein Video in der perfekten Situation und es passt einfach so gut. Und als ich das Buch gesehen habe, wollte ich es unbedingt haben und das lese ich gerade immer und jetzt ist auch schon Abend und 9:30 Uhr, oh mein Gott, ich muss ins Bett. Aber ich liebe es vor dem Schlafengehen noch ein bisschen zu lesen und deswegen mache ich das gerade, weil ich mein Buch auf dem Kindle fertig habe. Da hatte ich, wenn du mich sehen könntest, gelesen, also es war ein Roman und eine Geschichte, sagen wir mal so, also kein Self-Help-Book. Und es hat mir sehr gut gefallen, das Buch. Und jetzt freue ich mich deswegen umso mehr, auch ein neues Buch zu lesen. Ist voll cool, dass ich so ins Lesen reingekommen bin, weil früher habe ich überhaupt nicht viel gelesen. Und ja, genau, deswegen lege ich mich jetzt ins Bett, lese noch ein bisschen. Hallo meine Lieben, heute ist Freitag und oh mein Gott, ich bin gerade etwas nervös. Wartet, lasst mich euch aufstellen, dass ich kurz mit euch quatschen kann. Ich bin etwas aufgeregt, weil heute passiert etwas Interessantes. Und zwar, ich muss kurz noch überprüfen, ob ich das wirklich sagen kann, aber ich habe ein Radiointerview. Ein freaking Radiointerview. Wie krass ist das bitte? Ich komme gerade noch nicht drüber hinweg, also... Ich habe mir sowas manifestiert auch, dass ich sowas mal machen möchte und sowas. Und jetzt ist es einfach wirklich Realität geworden. Und die rufen mich in weniger als einer Stunde an. Ich habe mir auch schon Notizen gemacht, aber ich bin etwas aufgeregt, weil es ist mein erstes Interview überhaupt. Und ja, irgendwie wollte ich euch daran teilhaben lassen und ja, euch da halt mitnehmen. Und später geht's zum Friseur. Ich werde meine Haare abschneiden. Lassen. Nicht selber machen, aber ja, und ich will wieder Strähnchen machen, weil ich habe das Gefühl, die sind gar nicht mehr so hell und ja, irgendwie brauche ich eine Veränderung, weil meine Haare sind so nichts. Und um sich machen, nochmal neu zu fühlen, aber ja, ich bin gerade so wegen dem Interview, das ist so krass einfach und ich werde euch nachher auch mehr erzählen dann, wenn es vorbei ist, weil ich das einfach für mich festhalten will, weil das ist so krass einfach. Ja, habt ihr das überhaupt erst möglich gemacht, dass
ich sowas machen kann, weil ihr meine Videos schaut und auch cool findet. Und oh. Ja, deswegen mache ich mir jetzt gute Musik an. Und dann machen wir uns ready. Und hier seht ihr mal, wie ich mich filme sonst immer. Ich rede einfach mit euch und ihr seid meine Freunde. Deswegen. Okay. Ich habe mir das extra schon hier alles aufgebaut, wie so beim Filmset und ein Glas Wasser, damit ich vorbereitet bin. Und ich rede jetzt extra schon, damit ich ein bisschen entspannen kann, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit still bin und dann auf einmal loslegen muss zu reden, dann wird es wahrscheinlich so, ui. Aber ich suche auch, dass meine Stimme sich entspannt und ich habe so ein komisches Grinsen im Gesicht, aber ich meine, das ist ja normal und atmen. Hallo! Ja, ich finde, das ist auch ein sehr interessanter Blickwinkel, weil viele denken immer an Black Friday, dass man gleich die ganze Zeit die Rabatte natürlich ausnutzen kann und ganz viel kaufen kann. Und ich finde, solche großen Rabatte verleiten einen dann auch viel eher, was zu kaufen, was man gar nicht im Sinn hatte und gar nicht kaufen möchte. Und da dann sich einfach bewusst zu werden, finde ich einfach mal ein schöner Ansatz auch. Ich bin nach dem Interview direkt rausgegangen und spazieren gegangen. Und zwar 1,5 Stunden mit einer Freundin und das Wetter einfach nur mal auskosten. Jetzt esse ich eine Kleinigkeit, weil ich gleich zum Friseur los muss und ich habe Hunger. Ich habe vorhin mein Frühstück nicht geschafft, weil ich so nervös war. Deswegen habe ich das gemacht und noch einen Apfel. Ja, aber ich kann noch nicht so viel sagen zu dem Interview. Also ich fand es mega, mega cool und einfach mal diese Erfahrung zu machen. Und es ist auch die Frage, wann bist du das letzte Mal aus deiner Komfortzone gegangen? Weil einfach so was Krasses und ja, irgendwie finde ich es mega, mega cool. Und ich bin gespannt, wann die das ausstrahlen. Das ist die Frage auch, ob sie es überhaupt ausstrahlen können, ob das Material für die so passt. Und wir haben 20 Minuten geredet und natürlich können die keine 20 Minuten im Radio senden. Das schneiden die total zusammen. Also ist ja hier auch. Mit dem Video schneide ich ja auch manchmal viele Sachen weg, weil es einfach sonst viel zu lang wäre. Ja, genau. Aber gleich geht's zum Friseur. Sind meine Haare mal davor, dass ihr die nochmal gesehen habt. Vielleicht auch mit einem anderen, besseren Licht. So. Ja, irgendwie finde ich sie halt recht langweilig mittlerweile. Also, ich hatte sie immer Strähnchen gemacht und ich finde, man sieht sie null. Nicht mehr. Sie sind wieder so rötlich, orangig. Klar, ich könnte jetzt mit Silbershampoo und sowas rangehen, aber... Ja, und wellig, aber ihr könnt gespannt sein, wie sie nachher aussehen, also. Tada! Krass, gell? Voll kurz und hell. Ich zeige es euch morgen nochmal mit besserem Licht. Ich habe jetzt schon irgendwie gefühlt lange nicht mehr gevloggt, wobei gestern Abend. Aber ich wollte euch nochmal richtig meine Haare zeigen. Also so sehen sie jetzt aus bei Tageslicht. Ich habe hier gerade mein Licht an. Ja, aber es ist noch voll ungewohnt und recht kurz jetzt, aber ja, ich kann sogar einen kleinen Pferdeschwanz machen. Und was ich auch recht cool finde bei der Frisur, dieser Bobble hier oben dann, der sieht dann auch gut aus. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit nur aus dieser einen Position hier gefilmt und es wird doch langsam langweilig, deswegen. Ich bin gerade hier an diesem Sonnenblumenfeld, wo ich im Ende Sommer mal Fotos gemacht habe. Und es ist einfach so krass, wie das jetzt mittlerweile aussieht, weil das so richtig eine graue Wiese, keine Ahnung, irgendwie ist. Also ja, aber es tut gerade richtig gut, nochmal rauszukommen, ein bisschen frische Luft zu schnappen, weil ich das die ganze Zeit nicht gemacht habe und einfach mal ein bisschen Energie aufzuladen und für sich zu sein. Ja, ein kleiner Reminder an dich. Geh auch noch raus. Genieß das Wetter, solange du kannst immer oder auch, wenn es mal ein bisschen regnerisch ist.
geh raus. Frische Luft ist so gut. Einfach. Atmen. Gerade eine Runde draußen joggen und habe jetzt noch einen Workout gemacht, und zwar von Chloe Ting, dieses in zwei Wochen Bauch Abs Shred Challenge. Also für mich ist es jetzt nicht, dass ich das jeden Tag mache, aber Halleluja, das killt mich jedes Mal, und ich war meine Zeit lang richtig gut, dass ich jede Übungen so gut durchhalten konnte. Vielleicht liegt es jetzt auch natürlich am Joggen davor noch, aber ihr seht mein Gesicht. Ich finde, es tut richtig gut, sich ab und zu mal zu bewegen oder auch wenn es nur spazieren gehen ist oder sich zu dehnen, weil jetzt in der Zeit macht man das halt nicht so viel, und ich bin ja recht häufig ins Fitnessstudio gegangen. Und dann tut das umso besser, aber ja, ich dehne mich jetzt noch etwas und dann dusche ich und esse was. Es ist mich auch schon 12 Uhr jetzt. Hat voll den stolzen Pflanzen-Mama-Moment, weil meine Pflanze kriegt hier ein neues Blättchen. Ich bin so happy mit der hier. Und die hier hat im Winter ein bisschen ihre Schwierigkeiten, weil die hier so vertrocknete Blätter hat, aber die sieht auch recht gut aus. Und ich bin wirklich beeindruckt von der, weil so viele Leute mal gesagt haben, dass das so eine schwierige Pflanze ist. Ich habe eine neue Pflanze. Habe ich die euch schon gezeigt in dem Vlog? Auf jeden Fall habe ich eine Pilea geschenkt bekommen. Ich freue mich so sehr, da hat mir jemand einen Ableger gemacht und ich bin richtig, richtig happy. Und ich habe hiervon noch einen Ableger bekommen. Und ja, da bin ich auch richtig happy drüber. Ja, irgendwie habe ich gerade etwas Lust, mein Zimmer wieder ein bisschen zu verändern. Und ein bisschen anders zu machen, dass ich mich irgendwie nochmal, keine Ahnung, heimischer fühle. Und ich mag mein Zimmer jetzt schon sehr, aber irgendwie habe ich voll Lust auf diesen minimalistischen Boho-Style. Also diese Mischung daraus. Und ja, ich weiß, die Wand, die stört mich auch ein bisschen. Aber die jetzt zu streichen, ist ein riesen Hackmack. Irgendwann will ich das ja machen, aber sowas ist eher für den Sommer, würde ich sagen. Da kann man besser lüften, weil sonst riecht ja das Zimmer eine ganze Weile so. Aber vielleicht würde ich da mal ein Makramee hinhängen, diese Wandmakramees. Oder auch hier so an meine Balken. Kann ich ja auch richtig gut was runterhängen lassen. Oft, wenn ich dann ein Video von irgendjemand anschaue mit einer Morgenroutine oder einer Roomtour oder irgendwie sowas, bekomme ich mega Lust, mein Leben in den Griff zu bekommen. Nicht, dass ich es nicht in den Griff hätte oder sowas, aber irgendwie mich nochmal so ändern und ja, irgendwie ein paar gesunde Gewohnheiten zu implementieren. Und dann habe ich auch immer mega Lust, solche Videos zu kreieren, weil ich ja auch vieles schon mache und ich solche Videos lieb anzuschauen und die immer auf Englisch halt sind. Und deswegen habe ich immer voll Lust, sowas auch im deutschen Bereich zu machen. Also, falls ihr sowas sehen wollt, sagt mir das, weil ich habe so Lust, meine gesunden Gewohnheiten so abzudrehen und was mir richtig geholfen hat, mein Leben so in den Griff zu bekommen und zu verändern. Und ja, ich sehe auch hier oben an der Wand einige Spinnenweben. Ich glaube, heute ist der Tag, in dem ich sie endlich mal mit dem Staubsauger wegmache. Ich habe es so lange vor mir hergeschoben.
trinke gerade noch einen Kinderpunsch. Es ist wieder die Jahreszeit. Und schau, the Bowl Type. Yay, yeah, ich bin jetzt mittlerweile bei der vierten Staffel angekommen. Das ist so schön.